Die Messerschmitt ME 163 Komet. Die ME 163, auch Kraftei genannt, war ein deutscher Abfangjäger mit Raketenantrieb der deutschen Luftwaffe. Die ME 163 war der erste in Serie gefertigte Raketenjäger der Welt. Insgesamt wurden 274 Serienflugzeuge dieses Typs gebaut. Aus einem Teil dieser Jäger wurde die erste Raketenjägerstaffel der Welt, das Jagdgeschwader 400, gebildet. Die Entwicklung dieses Jagdflugtyps war bereits 1938 eingeleitet worden. Aus Gründen der Geheimhaltung wurde die Nummer 163 vom Reichsluftfahrtministerium untypischerweise zum zweiten Mal vergeben. Die ursprüngliche Messerschmitt Bf 163 war eine Konkurrenzentwicklung zur Fieseler Fi 156 Storch. Es wurden drei Versuchsmuster mit den Versionen V1, V2 und V3 gebaut. Die erste ME 163 erhielt dann konsequenterweise die Bezeichnung ME 163 AV4. Die ME 163 war das erste Flugzeug, das die Geschwindigkeit von 1000 km pro Stunde überschritt. Die ME 163 AV4 erreichte unter Führung von Heini Dittmar am 2. Oktober 1941 eine Geschwindigkeit von 1003,67 km pro Stunde. Einen weiteren Rekord von 1130 km pro Stunde erzielte Dittmar in der Messerschmitt 163B V18. Dieser wurde erst im Jahr 1953 von einer Hawker Hunter FMK 3 mit 1171 km pro Stunde übertroffen. Geistiger Vater der ME 163 war der Aerodynamiker und Konstrukteur Alexander Lippisch, der für seine eher ungewöhnlichen Flugzeugkonzepte bekannt war. Von seinem Reißbrett stammen die Projekte DFS 39 und DFS 40 sowie das Versuchssegelflugzeug DSF 194. Die Abkürzung DFS stand für die Deutsche Forschungsanstalt für Segelflugzeuge, das zur Vorerprobung der Messerschmitt 163 Bauweise diente. Die Entwicklung eines Abfangjägers mit überlegenen Eigenschaften wurde vom Reichsluftfahrtministerium mit dem Decknamen Projekt X gutgeheißen. Lippisch und sein Stab sowie der Testpilot Heini Dittmar übersiedelten im Frühjahr 1939 von der DFS Braunschweig zur Messerschmitt AG nach Augsburg, wo sie werksintern die Abteilung L bildeten. Das Reichsluftfahrtministerium erlaubte dann die Fertigstellung der beiden ersten Versuchsmuster der ME 163. Ernst Udet, der in Augsburg einen über 800 km pro Stunde schnellen Platzüberflug Dittmars mit der noch antriebslosen ME 163A beobachtet hatte, unterstützte von da an die Weiterführung des Projektes. Der erste Raketenflug einer ME 163 fand am 8. August 1941 in Peenemünde statt. Zuvor war das mit einem Schub von 750 kW erheblich stärkeren Walter-Triebwerk R2 203 in die ursprünglich für Geschwindigkeiten bis etwa 850 km pro Stunde ausgelegten Zelle eingebaut worden. Pilot war wiederum Heini Dittmar. Wie bei der DFS 194 wurde ein unmittelbar nach dem Start abgeworfenes Zweiradfahrwerk eingesetzt. Eine zentrale Kufe diente der Landung. Bereits beim vierten Flug nach einigen Tagen erreichte Dittmar 840 km pro Stunde. Im September sogar 920 km pro Stunde. Dabei verlor er zwar durch Ruderflattern einen Teil des Seitenruders, was aber für den weiteren Verlauf dieses Fluges ohne Folgen blieb. Die DFS 194 war einer der direkten Vorläufer der Messerschmitt ME 163 und ähnelte bereits stark deren ersten Prototyp ME 163 AV4. Um die Möglichkeiten der Maschine vollständig auszunutzen, die durch den Kraftstoffverbrauch in der Startphase beschränkt waren, erfolgten die weiteren Starts im Schlepp einer Messerschmitt Bf 110C. Wenn das Raketentriebwerk erst in 4000 Meter Flughöhe gezündet wurde, ließen sich Reichweite und Geschwindigkeit steigern. Trotz der Begrenzung des Treibstoffvorrats auf 75% aufgrund der mangelnden Leistung der Bf 110 konnte auf diese Weise ein Geschwindigkeitsrekord erreicht werden. Die Messstrecke von 3 Kilometern, die durch Ascania Theodolite exakt bestimmt war, entsprach den offiziellen Vorschriften der FAI.
Allerdings wurde sie nicht in der vorgeschriebenen Höhe von maximal 100 Metern und nur in eine Richtung durchflogen. Die Zeit betrug 10,76 Sekunden. Am 2. Oktober 1941 wurde eine Geschwindigkeit von 1003,67 km pro Stunde erreicht, was einer Machtzahl von 0,84 entspricht. Aufgrund von Kompressibilitätseffekten erfolgte bei dieser Geschwindigkeit kurz hinter der Messstrecke der Übergang in einen steuerlosen Sturzflug. Dies führte zu einem sofortigen Abschalten des Triebwerkes. Dietmar konnte das Flugzeug aber abfangen und sicher landen. Alexander Lippisch und Heini Dietmar wurde die Lilienthal-Medaille verliehen. Außerdem wurde Dietmar zum Flugkapitän ernannt. Aus der ME-163A wurde dann die ME-163B entwickelt. Vorübergehend trug die ME-163B die Bezeichnung LI-163 Serienausführung. Dieser wurde im August 1944 zur Verteidigung des Reiches eingesetzt. Die Produktion begann erst Ende 1941 mit 10 Stück der ME-163A, die noch sehr der DFS-194 ähnelte. 1942-43 folgten 70 Vorserienmaschinen. Von diesen wurden insgesamt 57 umgebaut. Bei Messerschmitt Augsburg 3 Maschinen zu Schulflugzeugen ohne Triebwerk und eine mit einem BMW P3390 Triebwerk sowie 53 mit dem Walter R2 211. Bis Ende 1943 wurden von diesen Einsatzflugzeugen insgesamt 26 ausgeliefert, der Rest bis Juli 1944. An der Serienfertigung ab Mai 1944 waren Klemm und die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke beteiligt, wobei Klemm die Federführung behielt. Entsprechend lieferten bis zum 30. November 1944 Klemm 133 und Junkers 14 Flugzeuge ab. Von Dezember 1944 bis März 1945 wurden noch 127 Flugzeuge gebaut, sodass insgesamt 274 Serienflugzeuge hergestellt wurden. Als Baufirma wurde in den Unterlagen die BGA, vermutlich Baugesellschaft Oranienburg, genannt. Aus der Serie wurden im Juli 1944 die ersten Flugzeuge an das Jagdgeschwader 400 ausgeliefert, das die letzten Flugzeuge im Januar 1945 erhielt. Die letzten 89 gebauten Flugzeuge wurden mangels Bedarf direkt in die Reserve des Oberkommandos der Luftwaffe überstellt. Dem Ergänzungsjagdgeschwader 2 wurden im November und Dezember 1944 insgesamt 23 Einsatzflugzeuge zugeteilt. Die Flugwerft der deutschen Lufthansa auf dem Flugplatz Berlin-Staaken erhielt Ende 1944 den Auftrag, insgesamt 20 Serienflugzeuge zu Doppelsitzern ohne Triebwerk umzubauen. Dafür wurden ihr im November und Dezember 1944 vermutlich 12 Flugzeuge aus der Serie zugeteilt. Das erste Flugzeug wurde im Dezember 1944, 2 im Januar und 3 im Februar 1945 ausgeliefert. 3 davon erhielt das Ergänzungsgeschwader 2. Eine ging in die Erprobung und 2 wurden im Februar 1945 direkt in die OKL-Reserve überwiesen. Die Lufthansa hatte einen ersten Umbau bereits im September 1944 ausgeliefert. Worum es sich bei diesem Umbau handelte, ist unbekannt. Das Flugzeug wurde zum Jagdgeschwader 400 zugewiesen. Am 16. August 1944 fand der erste Kampfeinsatz der Messerschmitt 163 statt, in dessen Verlauf Piloten des Jagdgeschwader 400 mit ihren ME-163B der Abschuss von 2 Boeing B-17 gelang. Im September wurden weitere Erfolge verbucht. Am 1. Oktober ging die erste Messerschmitt 163B während eines Einsatzes verloren. Das Jagdgeschwader 400 verfügte jetzt über 30 ME-163B, aber die Produktion der Maschinen sowie die Bereitstellung des Treibstoffs entsprach nicht den Erwartungen. Zudem litt die Effektivität der ME-163 unter ihrer sehr hohen Geschwindigkeit und dem Einsatzkonzept. Der Pilot hatte nur wenige Sekunden, um sein Ziel anzuvisieren und zum Schuss zu kommen. Die Bewaffnung der ME-163B bestand aus zwei 20mm MG-151 und zwei 30mm MK-108.